B2.0. Nebenstehend ist die Vorlage für ein Firmenlogo in Form eines Fisches skizziert. Die Raute ABCD mit dem diagonalen Schnittpunkt M ist Grundlage für den Fischkörper, der durch die Kreisbogen OA um den Mittelpunkt B, den Kreisbogen AP um den Mittelpunkt D und die Strecke OP begrenzt wird. Das gleichschenklige Trapez OPQR bildet die Schwanzflosse. Es gilt, BM sind 3, BC 6, MH 6,5 und RQ 5,2 cm. DB liegt außerdem parallel zu OP und parallel zu RQ. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1. Berechnen Sie die Länge der Strecke CM und zeigen Sie, dass für das Maß Beta des Winkels CBA gilt, Beta gleich 120 Grad. Zusätzlich gibt es noch ein Ergebnis, nämlich CM sind 5,2 cm. Wir suchen zuerst nach den wichtigen Eigenschaften, die in dem Text versteckt sind. Ja, die Skizze ist sehr aufwendig, das heißt, wir müssen viele Eigenschaften schon mal rauslesen. Wir haben eine Raute ABCD, schon mal wichtig. Und auch ganz wichtig, wir haben einen Kreisbogen OA mit Mittelpunkt B und einen Kreisbogen AP mit Mittelpunkt D. Ja, und zusätzlich noch das gleichschenklige Trapez OPQR. Also das sind schon mal ganz wichtige geometrische Eigenschaften. Zusätzlich gilt noch die Angaben hier, die hier stehen, und man soll auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Jetzt heißt es bei 2.1, berechne die Länge der Strecke CM und zeigen Sie, dass für Beta gilt, Beta soll 120 Grad sein. Aber wir fangen der Reihe nach an, das heißt zuerst die Strecke CM. Ich zeichne mal meine Skizze ein, wo diese Strecke CM überhaupt zu finden ist. Das ist diese Strecke hier, die soll berechnet werden. Und am besten sucht man sich jetzt Dreiecke, wo diese Strecke CM drin liegt, mit dem man es berechnen kann. Also ein Dreieck wäre zum Beispiel das Dreieck BCM. Was kennen wir daraus? Aus der Angabe wissen wir, BM sind 3 cm und BC sind 6 cm. Das ist wunderbar, weil es ist schon alles, was wir für das Dreieck brauchen. Es ist ein rechtwinkliges Dreieck, weil bei einer Raute die Diagonalen immer senkrecht zueinander stehen. Die war 6 cm lang. So, zwei Seiten bekannt, eine dritte Seite ist gesucht. Das schreit förmlich nach dem Pythagoras. Also gleich ansetzen. Wir haben also CM wollten wir berechnen. Beim Pythagoras fangen wir immer mit der längsten Seite an, also das heißt, längste Seite zum Quadrat ist gleich kürzeste Seite Quadrat plus kürzeste Seite Quadrat. Die lange Seite ist hier die Strecke BC, die liegt auch gegenüber des rechten Winkels, deswegen ist das die Hypotenuse. Also BC Quadrat ist gleich BM Quadrat plus CM Quadrat oder MC Quadrat. So, setzen wir die bekannten Größen ein. BC waren 6 cm, also 6 Quadrat ist gleich BM 3 Quadrat und diese da ist weiter unten bekannt. Formen wir so um, dass wir nach MC auflösen. Hier kann man zum Beispiel schon einen Solver einsetzen, wenn der verfügbar ist. Ansonsten einfach minus 3 Quadrat rechnen. Dann haben wir 6 Quadrat minus 3 Quadrat ist gleich MC Quadrat. Dann, um das Quadrat noch wegzubringen, müssen wir noch die Wurzel ziehen. Dann folgt daraus, ich tausche jetzt noch die Seiten, also ich fange mit MC an. MC ist gleich Wurzel aus 6 Quadrat minus 3 Quadrat. Und das sind die 5,2 cm, die auch hier im Ergebnis drin stehen. So, zusätzlich brauchen wir noch den Winkel CBA. Schauen wir wieder rein, wo ist der zu finden? CBA ist der komplette Winkel hier unten. Hier heißt es jetzt nur zeigen Sie, das heißt, ich dürfte auch argumentieren. Es muss jetzt keine vollständige Rechnung sein, sondern ich kann es auch durch Argumente zeigen. Okay, wie könnte man dran gehen? Da jetzt hier die Strecke auch bekannt ist mit 5,20, sehen wir zum Beispiel, wir haben hier wieder ein rechtwinkliges Dreieck, alle drei Seiten sind bekannt und ein Winkel ist gesucht. Über Sinus, Cosinus und Tangens kann man jetzt hier unten den fehlenden Winkel berechnen. Das wäre problemlos möglich. Was auch gehen würde, wäre der Cosinussatz. Ja, drei Seiten bekannt, ein Winkel gesucht, würde auch funktionieren. Oder aber, wer es vielleicht sieht, eine Spur einfacher, wenn BM 3 cm sind, dann sind es hier oben ja auch nochmal 3 cm, weil
AC eine Spiegelachse ist. Das heißt, die komplette Strecke BD ist auch 6 cm lang. Damit ist BD 6 cm, BC ist 6 cm und DC ist ebenfalls 6 cm, diese hier, weil wir uns in einer Raute befinden und alle vier Seiten in einer Raute, also ABCD, sind gleich lang. Damit folgt daraus, dass wir hier, ich schreibe hier noch die 3 hin, ein gleichseitiges Dreieck haben. Damit ist der Winkel bei B unten, dieser CBD, automatisch 60 Grad groß. Also muss der CBA-Winkel 120 Grad groß sein. Ja, weil BD auch eine Symmetrieachse in der Raute ist. So, das müssen wir jetzt noch sinnvoll aufschreiben. Das geht ein bisschen schneller, wie jetzt den Sinus oder Kosinus anzusetzen. Also gehen wir es nochmal durch. BC ist gleich 6 cm ist gleich BD ist gleich CD. Daraus folgt Dreieck BCD ist gleichschenklig. Daraus folgt der Winkel CBD gleich 60 Grad. Zusätzlich wissen wir, dass Dreieck ABD ist gleichschenklig. Also folgt daraus Winkel CBA ist 2 mal 60 Grad ist gleich 120 Grad. Ja, so ungefähr könnte man schreiben. Aber wie gesagt, es funktioniert auch über die Trigonometrie mit Sinus, Kosinus und Tangens. Dann könnte man es komplett ausrechnen.